haben Lebensmittel in Thailand ein westliches Preisniveau erreicht. Hallo Leute, das ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand. Immer dasselbe. Ich habe eine Frage von einem Zuschauer erhalten, die fand ich sehr interessant und die schauen wir uns mal heute in diesem Video an. Es geht um Preise, Lebensmittel und wo in Thailand man gesunde und eben auch günstige Lebensmittel bekommt, beziehungsweise diese zwei Dinge schauen wir uns etwas genauer an. Zuerst mal zu der Frage vom Zuschauer. Hi Mario, könntest du vielleicht ein Video machen bezüglich des Einkaufs? Was und wo lohnt sich besser einzukaufen? Ich habe den Eindruck, dass viele Sachen bei Lotus, Makro und so weiter fast das westliche Preisniveau haben. Zum Beispiel Mini-Bananen. Circa die gleiche Menge wie beim Markt für 39 Baht finde ich schon teuer. Viele andere Sachen wie Gebäck, Obst, Gemüse fand ich in den Läden auch nicht unbedingt günstig. Habe in Pattaya 3 Kilo honiggereiftes Mango für 100 Baht gekauft. Ebenfalls Maracuja, fand ich super Qualität für den Preis. Schöne Grüße. Ja, schauen wir uns mal an, was ebenso die Möglichkeiten sind, um sich in Thailand günstig zu ernähren. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Einerseits Streetfood, das will ich zuerst kurz anschauen und danach schauen wir uns das an, was der Zuschauer gefragt hat, nämlich was den Einkauf betrifft. Was gibt es hier für Möglichkeiten und auf was man achten sollte? Zuerst einmal zum Thema Streetfood. Ich denke, die meisten Touristen, die nach Thailand reisen, werden entweder sich im Hotel ernähren oder sie werden Streetfood konsumieren. Streetfood nach wie vor auch für mich eine der beliebtesten Nahrungsquellen hier in Thailand. Und bei Streetfood bin ich mittlerweile auch der Meinung, dass man eher darauf achten sollte, frisch gekochtes Streetfood zu essen, wenn man Wert auf in Anführungszeichen gesunde Nahrung legt. Warum gekochtes Streetfood? Wenn du, also du hast hier die Möglichkeit, irgendwo an einen Streetfood-Stand zu gehen und du kriegst dort eine Auslagefläche, wo Fleisch drauf liegt, dann vielleicht ein Behälter mit Gemüse und, das mal am Morgen früh oder am Vorabend gekocht wurde oder am Morgen gegrillt wurde und dann liegt es dort den ganzen Tag. Staub von der Straße, Dreck, das aufgewirbelt wird durch Fahrzeuge, die vorbeifahren, können das Ganze natürlich auch kontaminieren. Ja, und dass das halt vielleicht nicht gerade allzu gesund sein kann, wenn man jetzt regelmäßig Streetfood dieser Art konsumiert. Ich glaube, das ist klar, aufgrund rein von der Verschmutzung. Dann die andere Option, die ich halt bevorzuge hier, ist gekochtes, frisch zubereitet in einem Wok. Wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel Hähnchen mit Reis oder Gemüse, da gibt es ja sehr, sehr viele Gerichte oder Nudelgerichte, die gerade frisch im Wok gekocht werden. Und da werden natürlich auch viele Bakterien etc. getötet und das Essen kommt ja meistens dann auch gerade direkt irgendwo aus einem Behälter in die Pfanne rein und sollte eigentlich so meiner Meinung nach die sauberste und beste Option sein. Wobei ich eigentlich bei Streetfood im Allgemeinen nie wirklich groß Probleme hatte. Einmal eine größere Lebensmittelvergiftung und einmal ein bisschen Unwohlsein jetzt die letzten 11 Jahre, also ein heftigeres Unwohlsein, sagen wir mal so. Ja, dann kommen wir zum Einkaufen, das, was eigentlich der Zuschauer angesprochen hat. Und beim Einkaufen, da kann man unterscheiden zwischen, wie auch in Europa, man geht in den Supermarkt, man kauft Lebensmittel, die genormt sind, die gewaschen sind, die verpackt oder abgepackt wurden. Und das kostet natürlich etwas mehr. Und es ist auch deklariert. Nicht alles ist deklariert, aber mittlerweile ist sehr, sehr viel deklariert. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit für viele auch sehr wichtig, dass man auch weiß, woher das kommt. Wenn du in den Makro gehst, siehst du auch sehr oft Aufkleber von Australien, Neuseeland, Europa, China. Ich zum Beispiel kaufe keine Lebensmittel aus China, weil die dort extrem viele Pestizide etc. verwenden. Und ich nicht unbedingt gerade Obst oder sonst was aus China möchte. Also Supermarkt ist eine Option und nicht die billigste, das ist klar. Wie es der Zuschauer auch korrekt gesagt hat, Supermarkt in Thailand ist nicht günstig und man muss hier auch unterscheiden zwischen Produkten, die aus Thailand selber kommen. Die sind
auf dem thailändischen Wochenmarkt oder Tagesmarkt natürlich viel, viel günstiger als jetzt die Makro. Und das schauen wir uns auch gleich noch an. Und viele Ausländer, die konsumieren halt Produkte, die sie auch zu Hause konsumieren würden, also in Europa. Und das darf man halt auch nicht vergleichen, weil die werden importiert und die sind natürlich teurer als in Europa. Kommen wir zum Markt. Die günstigste Option meiner Meinung nach ist, zum Wochenmarkt oder Tagesmarkt zu fahren. Überall in Thailand, egal wo ihr seid, gibt es irgendwo in der Nähe einen Markt. Bei uns ist er jetzt zweimal die Woche, jeweils montags und freitags. Der große Markt in Cha Am, der ist jeden Morgen im Zentrum und dann gibt es noch den Mittwochsmarkt. Dort kriegst du frisches Gemüse von den Bauern, die das dort verkaufen. Sehr, sehr günstig, aber das Problem dort ist halt, du weißt nicht, woher es kommt. Ist das Gemüse oder auch das Fleisch, du kannst auch Fleisch kaufen beim Markt, ist das belastet? Hat der Bauer viel Chemie genutzt? Ist in Thailand leider ein Problem. Sehr, sehr viel Chemie wird genutzt für Obst- und Gemüseanbau. Extrem viel, also Insektizide, Pflanzenschutzmittel und. Und beim Fleisch genau dasselbe. Du weißt nicht, woher das oder war das Tier wirklich gesund, weil ich auch. Ich meine, ich habe Hühner hier, ich habe Fische, ich kann einfach zum Markt fahren und das verkaufen. Ich werde nicht kontrolliert beim lokalen Markt, was ich verkaufe, ob die Tiere gesund waren oder nicht, ob das Gemüse gespritzt ist oder nicht. Interessiert dort niemanden. Ich kann euch sogar da noch eine kleine Story einblenden, wahre Begebenheit, also nicht irgendwie was erfunden. Im Isan, oder ja doch, es ist glaube ich noch Isan-Region, hat mal ein Python bei einem Ausländer eine Ente, bin ich mir sicher, eine Ente oder eine Gans gefressen. Und die haben dann am nächsten Tag den Python gesehen, in der Ecke vom Grundstück, vollgefressen, haben den Python getötet, haben den Python aufgeschlitzt und haben die Gans wieder rausgeholt, haben sie gerupft und haben sie dann noch verkauft. Einfach so nebenbei, also so eine kleine Story. Man weiß nicht genau, woher das Fleisch kommt, beziehungsweise halt einfach alles, was beim Markt angeboten wird. Will jetzt da aber auch nicht schwarz malen. Also ich schätze mal, dass 80-90% der Lebensmittel absolut einwandfrei sind. Also einwandfrei, ich meine jetzt nicht so eine Horrorgeschichte dahinter, wie ich jetzt erzählt habe. Gespritzt wird sehr, sehr vieles sein. Das ist ein Problem, sehe ich hier bei mir in der Umgebung auch. Fast alle setzen oder verwenden diese Insektenschutzmittel oder Pflanzenschutzmittel und das ist ein Problem. Also du wirst beim lokalen Markt zwar günstige Preise haben, aber du wirst nie zu 100% safe sein, dass das Zeugs wirklich auch gesund ist. Übrigens auch beim Großverteiler nicht. Makro und Lotus, das Zeugs, was aus China kommt oder sonst irgendwo, kann auch oder ist meistens auch behandelt, also gespritzt. Ja, was gibt es denn jetzt noch für eine Option für diejenigen, die sagen, ja, ich möchte vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben, aber ich lege Wert auf Bio. Da gibt es die sogenannten Bio-Farmen hier in Thailand, aber auch diese Hydrokulturen oder wie die genau heißen, vielleicht habe ich jetzt auch falsch gesagt. Da kannst du auch hingehen, lokal wie in Europa, wenn du zum Bauern gehst, zum Biobauer, und du holst dort dein Obst oder Gemüse. Gibt es hier in Thailand auch. Muss man recherchieren, wo die sind. Also bei dir in der Region, bei mir in Hua Hin, Cha Am, weiß ich, wo die sind. Und das Beste ist natürlich, wenn du einen eigenen Garten hast. Da bin ich jetzt halt im Vorteil, was das angeht. Die kleinen Bananen, die du angesprochen hast, die wachsen bei mir am Bäumchen. Und wäre natürlich auch noch eine Option. Ich weiß, dass jetzt nicht gerade jeder so viel Land hat oder viele Mieten halt. Aber so mal ein 2-3 Bananenbäumchen hinstellen, ist auch nicht schlecht. Da kriegst du auch mal immer eine Ladung Obst kostenlos noch auf dem Grundstück. Ja, also wer günstiges und gutes Obst oder Gemüse will in Thailand, muss vielleicht ein bisschen Zeit investieren, um halt am besten über die Thais selber mal zu fragen, welche Bauern
gewillt sind, gerade direkt ab Hof zu verkaufen. Hier bei mir sehe ich das sehr oft, vor allem auch Hähnchen, die sogenannten Gaiban, also Fleisch, da gibt es Leute, die fahren ja, vielleicht alle 2-3 Wochen kommt so ein Pickup, der fährt herum und dort verkauft dann einer Hähnchen. Dann kann man sagen, ja, man will einen Huhn und dann wird das auch nach Hause geliefert. Also die töten dann einen Huhn und bringen dann das Hähnchen zu dir, also so Freilandhühner, nicht irgendwie Käfigzeugs. Und dasselbe ist auch mit Gemüse und Obst. Hier bei mir, ich kann die Bauern, also jetzt bei mir die Nachbarn sind ja Bauern, kann ich einfach hingehen und sagen, hey, habt ihr Limette? Und dann geben die mir Limette. Meistens machen wir ein Tauschgeschäft. Oder ja, sonst kann man ihnen dann auch Geld geben, für diejenigen, die jetzt nichts zu tauschen haben. Und ja, das sind eigentlich so meiner Meinung nach die besten Optionen, wenn man vor allem auch weiß, dass zum Beispiel ein Bauer hier in der Region nicht spritzt oder halt Wert legt auf Bio, dann ist das eine optimale Angelegenheit, aber wird schwierig. Es gibt auch noch einen kleinen Geheimtipp am Schluss, und zwar, es gibt in Thailand auch so eine Art Marktplätze, wo am Morgen, jetzt nicht die kleinen lokalen Märkte, sondern wirklich die großen Marktplätze, wo am Morgen alle Bauern aus der Region hinfahren, aber die halt größere Mengen haben. Und dann wird das dort alles ausgelegt. Die haben dort auch ihre Stände. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und da findest du halt irgendwie Tausende von Limetten, Mangos, weiß ich was alles. Und dort kannst du dann extrem günstig einkaufen, aber du kaufst nicht eine oder zwei Mangos, sondern du musst dann halt schon 10, 20 Mangos kaufen oder halt das entsprechende Gemüse etc. Solche Marktplätze gibt es zum Beispiel bei uns in der Region, Region Cha'am etc. ist das in Taiyang. Dort hat es einen riesengroßen Marktplatz. In Hua Hin weiß ich nicht, habe ich noch keinen gesehen, aber ich spreche jetzt wirklich nicht von irgendeinem lokalen Fischmarkt oder Gemüsemarkt, sondern richtig, richtig große Bauernmärkte, wo dann eben auch am Morgen die Restaurants hinfahren oder Großabnehmer und dann halt dort wirklich riesige Mengen abnehmen von den Bauern. Dort kriegt man mit Abstand die besten Preise, aber ansonsten, ja, für alle anderen ist es eigentlich so, dass man entweder im Supermarkt einkaufen gehen kann oder halt beim lokalen Markt, und die Unterschiede habe ich schon plus minus in diesem Video erklärt. Die Preise sind gestiegen, da schlägt auch hier keine Ziege weg. Die werden auch noch weiter steigen, da bin ich sicher. Und es ist auch ganz wichtig, dass halt Obst, auch wie in Europa, je nach Saison günstiger oder teurer ist. Also die Preise variieren hier auch extrem. Wir hatten vor ein paar Monaten eine Limettenkrise in Anführungszeichen. Da war der Limettenpreis pro Limette bei 10 Baht. Jetzt ist er, glaube ich, irgendwie wieder bei 2 Baht oder bei einem Baht oder so. Und ja, so variiert es halt. Aktuell haben wir gerade nicht Mango-Season. Und wer halt jetzt eine Mango will oder ein Kilo Mango, der bezahlt jetzt sicherlich etwas mehr als während der Hauptsaison, also während der Mango-Zeit. Gut, ich hoffe, ich konnte deine Frage zu deiner Zufriedenheit beantworten. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße aus Thailand.